Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und euch wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten hier aus der Garnison öffnen und dazu bin ich auf meinem Warrior schon mal eingeloggt und mit dem habe ich hier noch ein paar Kisten. Die schimpfen sich einmal große Kiste mit Bergungsgut und da wollen wir jetzt insgesamt 20 öffnen und gucken, dass ich die letzten beiden Temok-Teile noch rauskriege. Und zwar zum einen brauche ich eine Axt, wie ihr hier seht. Und zum anderen brauchen wir noch die Stiefel und dann wären wir mit dem Worry tatsächlich durch. Jetzt hoffen wir mal, dass in den 20 Kisten eins von beiden zumindest drin ist. Ich habe mein Loot-Spec das letzte Mal schon umgestellt auf Tank, damit müsste ich eigentlich beides abdecken können. Bei den Rüstungsteilen ist es eigentlich immer wurscht, aber bei den Waffen, da hat es teilweise eine Auswirkung. Okay, wir haben jetzt hier eine Zweihandwaffe gekriegt, obwohl ich auf Tank gestellt bin. Okay, das ist strange. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass man, dass der Loot der Kisten bestimmt wird, wenn man sie wenn man sie bekommt, ne? Nicht wenn man sie öffnet, so wie es aussieht. Weil eigentlich dürfte ich keine Zweihandwaffe kriegen, wenn ich auf Tank gestellt bin, ne? Dann sollst du eigentlich nur Einhandwaffen kriegen und Schilde halt. Aber Schild habe ich anscheinend schon, also das passt. So, was aber nicht passt, ist, dass wir hier kein Loot rausziehen, ne? Sieht jetzt eher ein bisschen mau aus. Zwei Kisten haben wir noch. Ja gut, das einzige T-Mog-Item war hier eine Zweihandwaffe und die hatte ich tatsächlich schon. Also das ist natürlich leider ein wenig RIP jetzt an der Stelle. Gut, wir sind auf demselben Stand, brauchen halt leider immer noch zwei Platten-Items hier beim Krieger. Gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.